die zum Fortschritt des Sozialbundes beiträgt. Demokratie, meine Damen und Herren, lebt nur in der Diskussion, in der Information, in dem Zusammenraufen zum Besten für die Gesamtheit des Volkes. Ich möchte hier einmal einen Schluss machen und ich darf nachher noch mal auf die einzelnen Probleme eingehen. Das Volksbildungswerk Leisen lädt ein zu einem Vortrag über das Thema die demokratische Gesellschaftsordnung. Interessenten sind herzlich eingeladen. Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr im Schulsaal. Im Volksbildungswerk sind immer wieder durch Politiker aller Parteien und Fachreferenten die Probleme der politischen Bildung erörtert worden. Die Verantwortung des Bürgers in der freiheitlichen demokratischen Ordnung war das Grundthema, das sich immer neu stellte. Politik ist nicht zu verstehen ohne grundlegende Kenntnisse von Wirtschaft und Geschichte. Diese wiederum können uns nicht allein vermittelt werden durch Presse, Rundfunk oder das Fernsehen, sondern wir haben uns selbst darum zu bemühen. Bildung, politische Bildung ist stetes Interesse, stetes Fragen, stetes Misstrauen gegenüber allem, was nicht selbst erdacht worden ist. Politik heißt auch Mitverantwortung. Jeder Staatsbürger bildet die kleinste Zelle in der demokratischen Gesellschaftsordnung. Mitarbeit zum Wohle aller sollte vornehmste Aufgabe sein. Niemals ohne mich, sondern nur das mit mir, das mit uns garantiert Demokratie, garantiert Mitbestimmung und Gültigkeit unserer Gesetze und Lebensordnung. In Rundfunk, Zeitungen und Plakaten erreichen die Parteien das Dorf und bewerben sich die Kandidaten in öffentlichen Versammlungen um die Stimme des Wählers. Um auch das Anliegen der Dorferneuerung ins Bewusstsein zu bringen. Dorferneuerung bedeutet die Entwicklung einer rechten Wohnkultur auch im Dorfe, den Straßenbau zu beleben, den Kanalbau nicht zu unterlassen und insbesondere kulturelle Einrichtungen im Dorfe einzubauen. Dörfer und die Gemeinden sind außerstande, das selber zu leisten. Hier muss das Land mithelfen und der Bund muss mit hier einspringen, denn die Finanzlasten, die auf die Dörfer zukommen, sind zur Abwicklung dieser Neuinvestitionen zu groß. Die Toleranz als wesentliches Merkmal einer christlichen Partei zeigt sich vor allem in ihrer sozialen Einstellung, weil die soziale Einstellung einer Partei und auch eines Menschen im Wesentlichen die Voraussetzung für eine Toleranz und für eine christliche Haltung ist. Wir müssen darüber klar sein, worum es bei den kommenden Bundestagswahlen geht. Eine starke FDP verhindert die absolute Mehrheit einer Partei und damit jeden Machtmissbrauch. Sie sorgt für die Inwieweit der Wähler sich in seiner Meinungsbildung durch Versammlungen und Direktaussprachen mit den Parteien beeinflussen lässt, ist fraglich, da nur ein kleiner Teil der Wahlberechtigten im Dorf die politischen Versammlungen besucht. Außenpolitischen Entscheidungen dem obersten Ziel unserer Politik, der Wiedervereinigung Deutschlands, unter. Vielfältig ist oft die Art des Werbens, offensichtlich oder versteckt. Entscheidend ist, es kommt an. Außenseiter werben auch um die Stimmen der Bürger. Meistens erreichen sie nicht die 5%-Klausel und können somit nicht die Belange ihrer Wähler im Bundestag vertreten. Zur Wahl fragten wir einige Bundesbürger. Erstens, was halten Sie von der Wahlpropaganda der Parteien? Zweitens, würden Sie Frauen in der Politik begrüßen? Drittens, haben Sie sich schon für eine Partei entschieden? Und viertens, was erwarten Sie von der neuen Regierung? Sie sollten nicht so viel